Männer, diese Karriere läuft drunter und drüber. Was soll ich euch erzählen? Wir sehen uns gleich im Video zum Live-Spiel gegen Energie Cottbus und mit einer Schlacht gegen Chemie Leipzig, mit der ich nicht gerechnet hätte. Alles weitere seht ihr jetzt im Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, Jungs. Verehrte Gentlemen, willkommen zurück in der FSV Frankfurt Karriere. Es ist Teil 3 heute in dieser neuen Karriere, die ich gestartet habe bei 36 Grad, aber das soll mich nicht davon abhalten. Heute soll es noch ein paar Änderungen geben und deshalb sind wir auf jeden Fall hier. Willkommen zurück in der FSV Frankfurt Karriere, Jungs. In der letzten Folge haben wir die ersten 3 bzw. 4 Neuzugänge bekannt gegeben. Wir haben angefangen mit Noah Awassi, der tatsächlich nach Frankfurt gewechselt ist. Den haben wir aktualisiert. Es ging weiter mit Minus Guras, der auf dem linken Mittelfeld spielt. Der kam vom 1. FC Saarbrücken. Felix Göttlicher, der von Unterhaching kam. Und Luis Skrabak von Borussia Mönchengladbach. Das sind bisher die Zugänge. Im Vorbereitungsturnier bis ins Halbfinale gekommen. Im ersten Spieltag lief so lala, also ich muss sagen, mit der Formation bin ich noch nicht ganz zufrieden, da werden wir gleich noch ein bisschen was verändern. Ja, und heute gibt es die nächsten Spiele. Wir spielen nämlich jetzt am 2. Spieltag gegen Energie Cottbus gleich. Das ist übrigens auch das Game, was ihr wolltet. Ihr konntet natürlich abstimmen, welches Game als nächstes selbst gezockt werden soll. Und ihr wollt, dass gegen Energie Cottbus das nächste Spiel stattfindet. Das wird gar nicht so leicht, weil das heißt ja, wir müssen das ohne Neuzugänge machen. Also so leicht wird das nicht. Dazu kommen heute noch die Duelle mit der Spielvereinigung Unterhaching, mit dem BFC Dynamo und mit Chemie Leipzig. Das steht heute auf dem Plan. In diesem Sinne, wir starten diese Folge. Vielen, vielen Dank für die positiven Bewertungen auf den letzten 2 Folgen, sind es ja inzwischen. Vielen, vielen Dank, Gentlemen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Daumen hoch, Kommentar schreiben und mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen. Ich freue mich auf euch, Gentlemen. Und bei den Kommentaren sind wir ja auch da genau richtig, denn ihr habt ja schon in der letzten Folge ein paar Spieler hier aufgeschrieben, die hier zu meiner Transferliste dazugekommen sind. In der letzten Folge kamen da jetzt noch ein paar Namen dazu, die ich jetzt für euch weiter beobachte. Also ganz kurz zusammengefasst, wir starten mit Igor Matanovic vom FC St. Pauli, Serhat Koruk vom SV Meppen, Isaiah Young, jemand ganz Besonderes, der linke Flügel von Rot-Weiß-Essen. Christopher Lannert vom SC Verl. Josef Boyamba von Waldhof Mannheim. Johann Aref Gomez. Leider wurde das Kommentar gelöscht, warum auch immer. Und der letzte für heute ist Noel Knoth vom 1. FC Nürnberg. Also Männer, da habt ihr das also. Das ist eure Auswahl hier. Und auf diese Kollegen sind jetzt auf jeden Fall Scouting-Berichte auf dem Weg. Die beobachten wir und wir werden die im Laufe der Folge hoffentlich wieder zurückkriegen. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch brauchen. Und damit starten wir mal heute mit dem Fortschritt. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der letzten Folge habe ich schon gemerkt, diese Taktik hier, das funktioniert irgendwie nicht. Also dieses 4-1-2-2-1, das funktioniert irgendwie nicht. Da würde ich gerne was anderes da machen. Und wenn ich ehrlich bin, Minus Guras könnte ich eigentlich wieder ins linke Mittelfeld ziehen. Skrabak könnte ich eigentlich als RM machen, wenn ich ehrlich bin. Dann wären die Außen, dann wären die Flügelspieler schon mal besetzt. Ich meine, das große Problem ist natürlich, dass wir immer noch keinen Stürmer haben, ne? Dementsprechend könnte das zum Beispiel so aussehen. Ich habe da jetzt mal ein 4-5-1 draus gemacht und ich muss gestehen, dass mir das so ehrlich gesagt ein bisschen besser irgendwie aussieht. Das wäre jetzt die Taktik mit einem ZDM, mit 2 ZOMs, mit einem RM und LM und gleichzeitig müssten wir dann einen Stürmer brauchen. Das ist halt die andere Thematik. Und beim Entwicklungsplan tue ich dann einfach Minus Guras, den tue ich dann einfach wieder ganz normal entwickeln. Dann kann ich hier wieder ganz normalen Ablaufplan einstellen. Und hier bei Skrabak kann ich dann nämlich hier einstellen, dass der anstatt LMRM lernen soll. Da braucht er nämlich nur 2 Wochen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der klügere Schachzug. So, finanziell haben wir noch 177.000, ne? Also ich meine, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Aber es sind noch 4 Leute, die wir verkaufen können. Also daher, ich werde noch ein paar Leute mehr auf die Transferliste setzen, einfach um zu hoffen, dass da noch ein paar Angebote schnellstmöglich kommen. Das heißt, ich kann jetzt auch den letzten Ersatztorhüter, Tim Habeck, kann ich jetzt auf die Liste tun. Ich kann jetzt auch, jetzt muss ich mal kurz gucken, Cem Baida kann ich jetzt auf die Liste tun. Peters ist eh schon drauf. Ich glaube, das passt erstmal soweit. Ja, ich glaube, das geht soweit erstmal. Cem Baida und Timo Habeck. Ich wollte hier gar nicht wirklich spielen. Ein Wechsel ist wohl für alle das Beste. Also ich weiß, wollen die alle nicht hier spielen oder was? Was ist denn hier los? Ach so, ich habe übrigens noch vergessen, die Jugendspieler kommen ja gleich zurück. Aber jetzt, ja. Also ich weiß nicht, nachdem das beim letzten Mal so nach hinten losgegangen ist, ich hoffe, dass es mit der 4-5-1 jetzt besser klappt. Energie Cottbus ist natürlich nicht der beste Gegner dafür. Und wir spielen auswärts in Cottbus. Das wird natürlich auch nochmal eine absolute Schlacht werden. Wir sehen uns gleich im Energiestadion. Im Stadion der Freundschaft ist das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Wir sehen uns gleich in Cottbus. Ich kann mich noch erinnern, dass jemand in der letzten Folge drunter geschrieben hatte, ist klar, dass die ersten Spiele schwierig werden. Einfach der Entwicklung sozusagen zu schulden, ne? Ich meine, wir haben noch keinen gescheiten Stürmer, wir haben noch keinen gescheiten Torhüter und jetzt geht's auswärts nach Cottbus. Also das ist, ich glaube, das ist eigentlich das Blödeste, was eigentlich passieren kann so aktuell. Ah, das mit den Trikots sieht schon geil aus, Energie Cottbus, mein lieber Mann. Sehr, sehr geil gemacht. Auch das Stadion natürlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so in Echtheitsgrad herkommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, Handshake mit Sebastian Schreiber. Und dann würde ich sagen, Männer, dann würde ich sagen, let's go. Also, live von der Court Lane. Cottbus gegen den FSV Frankfurt. 2. Spieltag in der Regionalliga. Ich müsste ja jetzt hinten eigentlich so eine Fünferkette haben eigentlich. So, wenn ich jetzt so hier mal so schaue. Ah, Pronitschew, da kommt er aber trotzdem durch. Achtung, Engelhardt und schon 1-0 in der 4. Minute. Das ist doch nicht zu fassen, ehrlich, durch ein Kopfballtor. Ja. Das war jetzt der erste Angriff, ne? Das war der erste Angriff, das war der erste Kopfball und der war schon wieder drin. Ich weiß nicht, liegt das an der Schwierigkeit oder was ist da los? Das kann ja kein Zufall sein eigentlich. Erik Engelhardt. Also, 1-0 Energie Cottbus in der 5. Minute. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ja, da kommen sie schon wieder. Da kommen sie schon wieder, Pronitschew. Das gibt's nicht. Das gibt's. Wie kann denn der drin sein? Hä, das muss... Ja, Leute, also ganz ehrlich, ne? Was soll ich da machen? Also, ne? Muss man echt nichts dazu sagen, oder? Ja, sehr realistisch, EA. Muss ich wirklich gestehen. 14. Minute, 2-0. Gut. Also gut. Weiß ich auf jeden Fall gleich schon mal Bescheid. Ja, okay. Guck mal, mit wie vielen Leuten die da hinten stehen. Das ist ja brutal, Alter. Die stehen mit der kompletten Mannschaft da hinten. Das ist ja übel. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Aber wird das jetzt das 3-0? Nee. Okay, gut. Also ich glaube, momentan ist es noch völlig egal, was für eine Taktik ich spiele, weil irgendwie funktioniert hier gar nichts, habe ich so den Eindruck. Geht auch ein bisschen weiter vor. Lapré. Kribic. Nee. Nee. Komme ich nicht zur Schusschance. Chernomut. Ja, okay, das war nix. Pff. Ich muss aus diesem Ultimate-Team-Denken raus. Das funktioniert hier nicht. Und ich finde es halt krass, dass mich diese Schwierigkeit hier so auseinanderschraubt. Das ist echt brutal. Ich meine, klar, natürlich spiele ich hier mit einem nicht so guten Team, ne? Aber trotz allem ist es... Das wird's 3., oder? Nee, okay, Abstoß. Da kommen sie wieder. Ach, guck mal. War ich schon dann sowas. Ah, Schreiber hat ihn, gut. Sauber, Sebastian. Ah, Chernomut. Chernomut, nimm dir mal ein Herz. Genau so will ich das sehen. Nein! Nein, schade. Kurz vor der Halbzeit. Das wäre es nochmal gewesen. Hier ein Anschlusstreffer. Schade. Ah, aber es ist trotzdem krass, wie mich diese Schwierigkeit hier auseinanderschraubt. Das ist echt brutal. Also, machen wir weiter. 2-0 Energie Cottbus. Was soll ich euch erzählen? Läuft echt super hier, ne? Also finde ich echt brutal. Ich bin echt froh, wenn wir unsere Mannschaft ein bisschen trainiert haben, ne? Ich bin echt froh, wenn das alles hier mal besser wird. Ich meine, ich gebe jetzt nicht auf hier, ne? Um Gottes Willen. Oh, guck mal, Skrabak, der hat ein gutes Tempo. Ja, gut. Gut, Luis Skrabak, sehr gut. Sehr gut. Guter Pass. Ah, schade. Nicht durchgesteckt. Schade. Ey, ohne Worte teilweise, echt. Hey. Ja. Niklas Erlbeck, würde ich mal sagen. Tschüss, auf Wiedersehen, mein Freund. Das war absolute Grätsche von hinten gegen Skrabak. Das ist auf jeden Fall rot, mein Freund. Oh, und das könnte jetzt eventuell eine Möglichkeit für mich sein. Eventuell. Wenn ich herausfinde, wo jetzt die Schwachstelle von Cottbus jetzt ist. Lapré und Kribic. Oh, wieder nix. Wieder nix. Da steht die Verteidigung einfach viel zu gut. Das ist bisher noch nix. So. Williams. Oh, guter Ball. Guter Ball von Guras. Oh, da in der Mitte. Lapré. Ah, schade. Erste gute Chance und Brinkmann im Tor hält. Ballbesitz. Skrabak. Lapré. Ach, kommt da nicht vorbei. Wow, guckt euch das an. Krämer. Kujovic und dann steht's 3-0. Mit 10 Mann. Ich habe keine Chance, Jungs. Was soll ich machen? Was soll ich denn tun? Die ballern mir einfach das Ding rein. Überrennen meine Abwehr mit 3 Mann. Ich bin echt sprachlos, Jungs. Männer, irgendwas muss ich hier tun. Ob es an der Schwierigkeit ist oder ob es vielleicht das Team ist. Guck mal, ich habe hier keine Chance. Die nehmen mir den Ball ab. Die spielen hier Tiki-Taka in der Regionalliga. Das musst du dir mal überlegen. Ich meine, klar, natürlich war es mit der Taktik jetzt besser, aber nichtsdestotrotz. Ey, Leute, ich habe keine Chance. Ich habe hier null Chance. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Cottbus hat mich 3-0 auseinandergeschraubt. Was soll ich euch erzählen? Und nur mal so am Rande. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Guckt euch das einfach nochmal an. Sorry, aber es tut mir leid, dieses Gegentor ist ein absoluter Witz. Also, tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. Und ich kann es nicht verhindern. Das seht ihr doch, oder? Ja, und auch an der Spielinfo sieht man natürlich auch, also 9:1 Schüsse aufs Tor. Das, ich kann euch wirklich nicht weiter sagen, als das war hinten und vorne noch nix. Oh nee, jetzt gibt's auch noch ein Interview. Oh Gottes Willen. Guras konnte als FSV Frankfurt Neuzugang im ersten Spiel nicht überzeugen, haben sie ein enttäuschendes Debüt gesehen. Bei einem neuen Team hat man es nie leicht, ja. Das ist tatsächlich so. Es war ein schweres Spiel, was ist heute schiefgelaufen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Schwer zu sagen, wir haben uns gut vorbereitet und sind mit einer positiven Einstellung ins Spiel gegangen, ja. Frankfurt ist heute ohne Tor geblieben und am Ende deutlich verloren. Woran lag's? Ja, wir haben nicht unser übliches Spiel aufziehen können. Das war völlig klar. Keine Chance gehabt. So Leute, come back stronger. Es bringt ja nichts. Aber wir müssen weitermachen. Und wir machen hiermit weiter. Also, 1.8. monatliches Scouting-Update. Das erste Mal, dass die Scouts ihre jungen Spieler zu uns schicken. Ist hier was dabei? Oh, das sieht ganz schlecht aus. Elias Bergmann. Werden wir mal mitnehmen. Weil ich muss natürlich auch irgendwann vielleicht davon profitieren, noch den einen oder anderen zu verkaufen, eventuell. Torben Fischer und Kilian Möhring, die sind jetzt erstmal nix. Ja, die haben eine 44 und eine 45, also da werde ich wahrscheinlich nicht viel draus machen können. Ich guck mal, ob ich denen was beibringen kann. Hier Elias Bergmann zum Beispiel, der hat ja mehr Schießen als Verteidigen, also kann das ja kein ZDM sein, das ist ja Quatsch. Also eigentlich müsste man den ja von ZDM auf ZOM umtrainieren, weil das wäre dann, glaube ich, die bessere Position für ihn. Schauen wir einfach mal, wir probieren es einfach mal. Vielleicht können wir mit dem ja noch ein bisschen was anfangen. So, der nächste Abgang ist bestätigt. Also Lukas Gottwald ist der nächste, der uns verlässt zum FC Walsall. Der bringt uns 325.000 €. Es gibt noch ein Transferangebot für Manuel Reuter. Das muss ich aber leider ablehnen, weil ich nicht denke, dass ich noch einen Rechtsverteidiger kriege. Ja, wir wären damit jetzt erst bei 457.000. Das ist natürlich noch viel zu wenig. Ich hoffe, dass da echt noch was kommt irgendwie. Das nächste Angebot ist für Cem Baida. 300.000. von GAZ Metern. Und das muss ich sogar nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich will mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was rausholen kann. Wie ist denn mit 350? Seid ihr da auch dabei? Ja, 350 sind sie auch dabei. Sehr, sehr gut. So, und es geht weiter hier. Also, wir kriegen jetzt ein Angebot für Costa. Das ist aber ein Tauschangebot. Das muss ich mir mal angucken. In 55er, 19 Jahren. Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Da müsste ich nur mal delegieren. Vielleicht zahlen die mir irgendwie eine ganz große Summe für Costa. Dann könnte man vielleicht mal drüber reden. Und das andere Angebot war für Tim Habeck. 270.000. Gehe ich auch nochmal in die Verhandlung rein. 270, Weiterverkauf. 290. Ja, mein Gott, 290. Ja, ist okay. So, und dann ist auch der nächste Abgang bestätigt. Also, Cem Baida geht zu GAZ Metern für 240.000 Euro. Während Stand jetzt 698.000. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig. So, und auch Timo Habeck ist jetzt an Tokushima verkauft. Also, nochmal 200.000 wird das Transferbudget erhöht. Damit wären wir jetzt bei 896.000. Oh, und hier haben wir was ganz, ganz Wichtiges. Die haben sich tatsächlich für Costa für 630.000 geeinigt. Ich gehe da jetzt nochmal in die Verhandlungen, einfach um zu gucken, ob ich irgendwie an die 700.000 noch rankomme, eventuell. Und Freunde, was soll ich sagen? Da gehen wir mal ganz stramm auf die 700.000. Nein, machen sie nicht. Ah, das tut weh. So, gleichzeitig gibt es noch den Positionswechsel von Luis Skrabak. Da haben wir ja gesagt, das ist anstatt LM, ist das jetzt RM. Gut, ist auch so. So, weiter geht's. Also, Spielvereinigung Unterhaching, PSD Bank Arena. Es ist das nächste Heimspiel, wir gehen in die Simulation rein. Ich hoffe, dass es irgendwie jetzt eventuell zum ersten Punkt für uns kommen könnte. Es wäre so verdammt wichtig und wir brauchen jetzt unbedingt mal einen Punkt, ey. Okay, boah. Gleich an den Pfosten geschossen. Mann, ey. Oh Gott, Sebastian Schreiber. Himmels Willen. Boah, ist der wichtig. Ja. Nein, Kribic wieder an den Pfosten. Nein. Ja, die machen das gut. Das sieht gut aus. Und wieder nix. Boah. Ja. Wieder nix und wir gehen in die Halbzeit. Mann. Wir müssten schon 1-2-0 führen, ey. Das bedeutet aber, die Taktik funktioniert. Das ist ganz wichtig. Die Taktik funktioniert. Mannschaft macht ein sehr gutes Spiel. Bloß Weidinger im Tor von Haching ist halt wirklich überragend in dem Spiel. Oh, schönes Ding. Oh, was für ein geiles Ding. Ein absolut geiles Ding. Und Lapré macht das 1-0. Boah, ist der wichtig. Ja, das sieht gut aus, Da, oh, schade. Chernomut mit der schönen Flanke. So, ich habe jetzt mal gewechselt übrigens. Awassi, Buta Kreet und Efis sind jetzt auf jeden Fall noch drin, die letzten paar Minuten. Oh, Achtung, 89. Und da ist das 1-1 in der 89. Och, Männer. Ja, und wahrscheinlich ist das jetzt auch der Abpfiff. Och, Männer. Das war so ein gutes Spiel und in der letzten Minute kriegt ihr den Ausgleich. Ach Mann. Zumindest einen Punkt geholt. Ach, apropos, ne, für alle Freunde, die sich jetzt übrigens gefragt haben, sag mal, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit DFB-Pokal aus? Kann ich euch sagen, das macht's auch nicht besser. Wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Das macht's auch nicht besser. Also, ne, da werden wir wahrscheinlich auch gleich rausfliegen. So, dann kommen wir zu euren Abschlussberichten. Also, wir haben hier die ganzen Abschlussberichte hier von Knote, von Gomez, Boyamba, Lannert, Young, Koruk und Matanovic. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall angucken. Ist alles von einem einzigen Scout. Da bin ich mal gespannt. So Jungs, ich habe mir das mal angesehen. Also Matanovic ist ja eh ausgeliehen. Der steht sowieso nicht zur Debatte. Koruk ist ein 62er Stürmer. Da komme ich aber mit Lapré momentan auch gut voran. Young ist halt linker Flügel. Da haben wir momentan jetzt halt Guras geholt. Das ist gar nicht verkehrt. Lammert wäre jemand, der auf jeden Fall zur Überlegung stehen würde. Boyamba auch. Bloß da ist das Problem, da habe ich jetzt Skrabak geholt. Joan Aref Gomez ist halt einer, der reizt mich richtig. Wenn ich den irgendwie kriegen könnte, das wäre natürlich absolut gigantisch. Und Noel Knoth ist ein 22-Jähriger. Ich muss mir echt nochmal überlegen, für den das ganze Geld rauszuschmeißen. Das tut halt auch verdammt weh, ne? Natürlich auch hier, wenn ihr Spielervorschläge habt, die mir hier irgendwie weiterhelfen, ihr seht ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht hier für mich, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Gentleman. So, Spiel 3 für heute. Und da muss ich tatsächlich sagen, wir spielen gegen den BFC Dynamo und ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich wage mich jetzt einfach mal in eine Schnellsimulation. Sage ich euch so, wie es ist. Wir werden das probieren. Ich glaube an meine Truppe. Wir haben den ersten Punkt geholt gegen Haching. Jetzt soll mindestens der zweite folgen. Allah, komm, gegen BFC Dynamo. 2-2. Guras Doppelpack. Ja. Ach Jungs, wisst ihr, das Problem ist halt, die Transferperiode läuft jetzt gerade in der Folge auch sauschlecht, ne? Also, klar, natürlich ist noch alles drin, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe mir das halt echt ein bisschen anders davor vorgestellt. Okay, ich habe jetzt ein Transferangebot für Chernomut. Ich muss es jetzt eingehen und vor allem muss ich jetzt pokern. Ich muss das Ganze jetzt so delegieren, dass ich da irgendwie noch ziemlich viel rausholen kann. Mindestverkaufssumme 560.000. Ich hoffe, dass da noch eine Riesenmenge rauskommt, dass ich da irgendwie zumindest noch einen Neuzugang holen kann irgendwie. Ja, und ich meine, ja, was soll ich euch erzählen? Ich glaube, in dem Pokal haben wir eh nichts verloren, also daher, komm, bringen wir es hinter uns. Ja, gut. Das war auch vollkommen klar. 3-1 rausgeflogen gegen Gladbach, also daher DFB-Pokal hat sich hier auch erledigt. Und übrigens, ich weiß, dass ein paar Leute das Spiel gerne gesehen hätten, aber Leute, es macht keinen Sinn. Wenn ich nicht mal in der Regionalliga hier Chancen habe mit der Schwierigkeit, dann macht es im DFB-Pokal auch keinen Sinn. Also daher verzeiht's mir und daher lasst uns lieber den Fokus dieses Jahr erstmal auf Regionalliga legen und im nächsten Jahr können wir mal drüber reden. Doch dafür müssen wir über diesen Gegner hier reden, Chemie Leipzig. Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir hier im Gegensatz zu Unterhaching den ersten Dreier holen können. Ich hoffe es irgendwie, auch wenn das natürlich nicht so ganz einfach ist, aber wir müssen alles probieren. Wir gehen in die Simulation, Frankfurt gegen Chemie Leipzig, das Heimspiel übrigens. So, Männer, macht bitte genauso weiter wie gegen Haching-Au. Das gegen Haching war eine super Vorstellung und dieses Mal machen wir die Tore. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay. War der erste Abschuss von Chemie Leipzig, aber nicht wirklich gefährlich. So, jetzt. Macht's doch. Ah, schade. Schade, gute Chance. Ich muss aber sagen, die Verteidigung steht eigentlich. Also so, man merkt immer so in der ersten Hälfte, gut, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Und kaum sage ich's, rettet Sebastian Schreibers 0-0, um Gottes Willen. Ja. Und schon Lehmer einzeln hinten. Och, Männer. Mann. Ja, komm. Antwortet, bitte. Gibt ein Zeichen. Gibt bitte ein Zeichen. Und somit ist die erste Hälfte auch schon wieder rum. Und was soll ich sagen? Chemie Leipzig ist die bessere Mannschaft. Ich bin ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Die erste Saison ist immer die schwierigste. Ich weiß. Aber trotz allem, boah, es ist schon krass, was hier passiert. Muss ich auch wirklich gestehen. Mein lieber Mann. Dreimal wechseln. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Bitte. Ja! Ja, Chernomut mit dem 1-1. Ja, Junge. Boah, Frankfurt lebt. Frankfurt gibt ein Zeichen. Donnerwetter war der wichtig. So, Leute, jetzt aber nicht irgendwie. Kein Scheiß, Mann. Gut verteidigt. Gut, Jungs. Sehr, sehr gut. Oh, aufpassen. Schreiber hat ihn. Gut. Meine Güte. Also diese Saison, die ist wirklich schwierig. Mein lieber Mann. 2-1 Chemie Leipzig. Mann, Jungs! Ihr macht mich fertig in der Karriere. Jetzt schon, ehrlich. Oh, setzt euch durch, komm. Setzt euch durch. Ja! Ja! Buta Kreet 2-2, 78. Ja, Mann! Boah, wir leben! Wir leben! Sie kämpfen, endlich! Donnerwetter, was für ein Spiel! Und da ist das dritte. Und Peters macht's. Peters, den ich eingewechselt habe. Peters und Buta Kreet machen's. Frankfurt lebt. Ein Zeichen. Das ist ein Lebenszeichen. Letzte Chance für Leipzig. Achtung. Und Schreiber. Schreiber hat ihn. Und das ist der Sieg für Frankfurt gegen Chemie Leipzig. Ach du Scheiße. Was für ein Spiel. Lecco mio. Heidewitzka, Jungs. Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Das war der erste Dreier diese Saison. Und das bedeutet, wir können überleben in dieser Liga, Freunde. Wir können. Das war endlich mal ein Zeichen der Mannschaft. Freunde, das erste Erfolgserlebnis. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs. So, jetzt gibt es noch den Positionswechsel von Bergmann, von dem Jugendspieler. Das nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja gesagt, der macht sich als ZOM bestimmt besser. Oh ja. Oh ja, das war auf jeden Fall richtig so. Ist 7 Punkte hochgegangen als 17-jähriger 52er Rating. So muss das aussehen. So Jungs, das war's für die heutige Folge. In der nächsten Folge gibt's das Ende des Transferfensters. Kriegen wir hier noch einen Neuzugang hin? Ja oder nein? Wir brauchen unbedingt einen Stürmer. Wir brauchen unbedingt einen, egal was es kostet. Der Sieg gegen Chemie Leipzig war Gott sei Dank wichtig. Und Jungs, ihr könnt jetzt natürlich wieder entscheiden. In der Kommentarfunktion und in der Infobox gibt es einen Link, wo ihr abstimmen könnt. Wer ist der nächste Gegner von mir, vom FSV Frankfurt? Ist es Rot-Weiß-Essen, ist es Preußen Münster oder ist es der Chemnitzer FC? Ihr könnt jetzt abstimmen. Ich freue mich drauf. Ich bin hin und her gerissen. Die Folge heute war echt wild, mein lieber Mann. Und ich bin echt gespannt, wie das nächste Folge weitergeht. Ich hoffe, ihr seid genauso. In diesem Sinne, wenn euch das so gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's. Viel Spaß noch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.